Hallo und herzlich willkommen, Leute. Radio mehr, wer wieder da ist. Niemand. Ja, der auch. Ja, also wir sind heute wieder hier, da und ne, und wir ficken jetzt den Wolf ins Arschloch. Oder wir versuchen es. Also Thief ist ja... Eigentlich war er mal ein ganz normaler Wolf, wie jeder andere auch. Eines Tages lief er dem Ritter Arthorius über den Weg. Und aus irgendeinem Grund haben sie beschlossen, hey, lass mal Freunde sein. Und ja, die sind dann immer zusammen rumgegurkt, war sozusagen... das Hündchen von Arthorius und... Was auch lustig ist, das ist auch sein Wappenzeichen, wenn ich mich nicht irre. Auch, ja. Und... so ein Ring drauf. Ja, und auf jeden Fall, als Arthorius halt gestorben ist oder zur Hülle geworden ist, besser gesagt, hat halt, ja, Thief irgendwie mutiert, ist so riesig geworden, warum auch immer. Das Schwert von Arthorius ist auch gewachsen, warum auch immer. Und seitdem bewacht er hier das Grab von Arthorius. War der nicht immer so groß? Nee, der ist nicht so groß. Arthorius ist genauso groß wie... Nee, ist ein bisschen größer, ist so 2,50 oder so. Ja, so eine Liter, Alter. Der gibt hier. Du hässliches, vergammeltes Stück Scheiße, du. Ja, das ist halt angepisst, weil er denkt, dass wir sein... Das Grab seines besten Freundes halt... schänden wollen. Der schändet uns gleich. Ist halt echt so, Alter. Ich hasse diesen Kampf. Ich habe den nur einmal platt gemacht, aber da hatte ich ein bisschen gecheatet. Oh, nur ein bisschen. Das ist gar nicht so scheiße. Ich glaube, man muss falsch schwärmen. Aua. Du musst immer bei dem bleiben. Ich weiß. Das sieht aus wie das Schwert vom Lichtking so ein bisschen, weil es so komisch blau leuchtet. Das ist halt echt so. Wow. Und wir haben irgendwie das falsche Schwert equipped. Ja, ich habe das in der letzten Folge equipped. Weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich noch, bevor du jetzt hier wieder da bist, wieder irgendwas aufnehmen will, aber ich habe mich dann anders entschieden. Ist nicht, ne? Ja. Aber wir haben 19 Estos. Ja, aber der dauert arschlange. Es wird ein Dex-Kampf, Alter. Ja, ein Dex-Loadout. What the fuck? Du Hacker! Bitch, please! Aber der ist gar nicht so schlimm. Kommt noch. Guck. Komm schon. Ich muss einfach nur bei dem bleiben, weil der greift ihn mit dem Schwert an. Ja. Ich kenne halt eben seine Angriffsmuster noch nicht so. Jo. Der Angriff hätte echt gesessen, hätte er uns gescheit getroffen. Aber ein Glück haben wir so ein geiles Schild. Nicht nur das, sondern wir haben zum Glück auch den geilen Ring drin, zwei geile Ringe an. Ich habe den, ja, den Holzring noch an und den Ausdauerring. Naja, deshalb machen wir auch die geilsten, machen wir so... geilsten Moves. Oh, der hat gesessen. Guck, sowas hasse ich halt. Wenn er so auf Distance geht und dann gehst du nah ran und dann fickt er dich. Aber wir haben schon... Guck mal! Guck, sowas halt, das hasse ich ja, halt. Ja, du hast auch da hast du aber wirklich was falsch gemacht. Ich meine, ich bin jedes Mal ausgewichen, wenn er zum Schlag, also während er im Schlag drinne war. Und dann hat man normalerweise so eine kurze Phase der Unsterblichkeit. Aber das hat ihn einfach nicht interessiert. Ja, jetzt nehmen wir ein dickeres Schwert. Ja, aber wenn wir ein dickeres Schwert nehmen, müssen wir weniger Ausrüstung nehmen. Sonst sind wir zu fett. Das ist kacke. Geh mal ins Menü. Was für ein Menü? Da, wo dein Ausrüstungszeug steht. Dann nimmt, mach doch einen Talisman weg. Der wiegt ja nichts. Guck mal, der wiegt nichts. Nimm mal das schwarze Ritterschwert. Da müssen wir halt unsere Handschuhe abziehen oder so. Willst du mal den Talisman weg oder jetzt rollen wir? Guck, wir brauchen irgendwas mit Dings. Dann mach doch Havels 15 Ring noch rein. Ja, aber dann sind wir Ausdauer und so, kacke, weißt du? Muss Havels Ring, ja. Nee, scheiß drauf, komm. Scheiß mal auf Rüstung, ey. Wer braucht das schon? Können wir vielleicht noch eine Kapuze aufziehen? Wie siehst du denn bitte schön ab? Ey, da war gerade eben so ein Helm, der sah aus wie so ein Dingsens-Helm. Hm? Was meinst du? Mach, was? Geh runter. Der? Nee, die gelbliche Krone, der da drunter. Der da. Sieht auch so ein bisschen aus wie die Helme von... wie diese Maske von Skyrim, von den...
Ja, von den Lichtkings Drachenrittern da. da. Lichtkings. Ja, Licht ist ein Geist. Und das sind irgendwie so Geisterviecher. Das sind die Drachenpriester, Ja, die du genau, die meinst. Schweinepriester. Warum sind wir denn jetzt schon wieder fett? Hä, wir sind doch vorhin, haben wir noch so einen geilen Move gemacht, oder? Täusche ich mich da. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich schon wieder, Mann? Im Ernst? Popo-Liebe. Nein! Nicht mit mir. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Guck, hätte ich mal einen Talisman drin, dann würde ich den geben mit einem Schwerttanzmann. Oh, lass mal den Talisman da wieder equippen. Und wenn wir dann unter Thief sind, dann hauen wir den so voll den Schwerttanz rein. Braucht er nicht so lange? Es geht. Es geht sogar. Wenn wir Du es richtig kannst mal timen, geht es. ausprobieren. Ja. Ich meine, wir werden jetzt eh noch ein paar tausend Mal sterben. Daher. Macht das ja keinen Unterschied, ne? Okay. Aus irgendeinem Grund sind wir wieder zu fett. Wahrscheinlich sollten wir die Maske doch noch weglassen. Und den Talisman mal reinzimmern. Ja, guck, jetzt geht's doch klar. Sieht aber echt scheiße aus. Es sieht sau lustig aus, weil du diese Stulpen da anhast. Ich bin eine Lady, ja? Oben ohne. Ja, ich habe nur ein Bra an. Das reicht doch. Ja, du hast überhaupt nichts an oben. Doch. Und doch. Ein Ah, diese BH. gammeligen Titten will ich auch gar nicht sehen. Wer will das schon? So, Sief. Jo, das fängt ja schon mal gut an, ne? Okay. Ja, das läuft schon ein bisschen besser hier, ne? Aua. Also, es dauert wirklich ein bisschen lange. Der macht ja seinen Angriffsrhythmus da, wenn du unter den drunter bist. Wow. Ich will erstmal meinen Scheiß wieder haben, du Wichser. Tschüss. Bist du? Ah. Hinter dir. Okay. Okay, wir faxen jetzt nicht rum mit den mit dem Talisman, sondern wir machen hier Schwert-Action. Tschüss. 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 Ja, das geht doch so. Ah. Ein Glück, dass du auf dem Boden gelegen hast. Ja. Der ist doch gar nicht so schlimm, Mann. Der kommt tut doch an. nur. Nein! Weil er immer so rumhopst, Mann. Die Kackwurst. Eigentlich, dass wir 20 Äste haben, Mann. Ist echt so. Die bringst halt Sau. Ah, das war jetzt sehr freundlich von ihm, ne? Spring einfach drauf, der Idiot. Wenn er damit Schaden machen würde, das wäre schlimm. Macht er manchmal. Tschüss. Das war gut ausgewichen, oder? Am Arsch hast du ausgewichen, hab ich aber nicht getroffen. Nein, ich bin nur recht. Ja, weil ich ausgewichen bin, Mann. Wow. Also Alter, du wirst hier langsam echt unfreundlich, weißt du? Mit deinem scheiß Laserschwert. Jedi-Ritter greifen keine Unschuldigen an, ja? Du bist vielleicht nicht unschuldig. Du bist ein Kraftreuter. Gar nicht wahr. Ich wollte nur Hallo sagen. Können wir nicht hinter den Stein gehen und den Ring nehmen? Oder ist er dann nicht da? Hinter dem Grab. Weiß es nicht. Ich würde gern gucken, aber. Da ist er so, ne? Wollen wir es immer nehmen? Nee. Oder? Oh, ich würde sagen doch. Hä, es war doch jetzt gar nicht. Das war doch nicht der Wolfenring, haben wir ja schon. Das war der Dingsring. Wir brauchen das. Der Bienenring. Wir brauchen den Ring, womit wir Abysswalk haben. Und der erst bei dem. Entweder der droppt den, glaube ich. Sonst wäre es ja zu einfach. Keine Ahnung. Okay, tut mir leid, Thief. Eigentlich mag ich den Thief, ja. Ich will ihn gar nicht töten. Ja, da. Bund des Artorius. Es tut mir eigentlich voll leid, dass man Thief töten muss. Ich habe eigentlich voll keine Lust, den zu töten, weil der ist so lieb. Er ist so knuffig, Alter. Ich will den dann ein bisschen streicheln. Schade, dass du nicht lesen. Eigentlich, dass du nicht lesen kannst, Mann. Oder hä? Ja, was denn? Du kannst nicht lesen. Wieso? Kannst du es lesen? Nein! Kannst du das lesen? Nein, aber dein Charakter kann es auch nicht lesen. Ich könnte das laut lesen. Aber ich bin nicht so sicher. Der Ring ist dämonischen. Ja, lese mal vor hier, du kannst doch so gut lesen, komm. Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritters Astorias mit den Bestien des Abgrunds. Genau wie Astorias ist der Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiten. Und mir hat irgendjemand auf Skype geschrieben. Das finde ich jetzt echt unfreundlich. Das ist gerade sehr unpassend. Ich hätte Skype mal schließen sollen, ey.
Aber da ich ja so professionell bin, mache ich das nicht. Ja, ja. Ich würde sagen, wir rennen einfach so in der Rüstung weiter, weil warum nicht? Und wir beamen uns direkt mal zurück zum Leuchtfeuer und ich würde sagen, dann gehen wir wieder runter, oder? In die Tiefen. Wir haben das Leuchtfeuer da immer noch nicht gefunden, ne? Nö. Du bist ja wieder durchrennen. Ja, ein bisschen. Ach, geil. Ich habe da überhaupt keine Lust drauf, Mann. Das glaubst du nicht. Feuerbandschrein. Wir sollten vielleicht mal auf YouTube gucken, wo das scheiß Leuchtfeuer ist. Wäre vielleicht eine Lösung, ne? Ja, yeah, eigentlich ja schon. Oh Mann, Alter. Du hast die auch schon wieder nicht hingemacht. Ja, ich weiß, aber wir machen die Folge jetzt eh gleich zu Ende, würde ich sagen, weil, hallo, war schon ein Bossfight, da muss nicht noch einer drin sein. Oder? Kondition, oder? Vitali. Was, Vitali, Alter? Warum Kondition, ey? Ja. Ich wollte nur Vitali sagen. Ey, du hast ja zwei Grabesfürstentänze. Ja, den großen und den kleinen. Dann schau mal auf hier. Also, mein Kind. Das hier ist der normale. Und das hier ist der große. Und? Siehst du den Unterschied? Nein. Wir könnten mal gucken, ob wir ganz schnell hinsetzen und wieder aufstehen können. Nein, ob wir nicht aufsteigen, Waffen verstärken. Ob wir unser Uchigatana... Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Können irgendwie gar nichts upgraden. Doch, die Hellebarde. Wow! Mit dem grauen Brocken. Ja, wir brauchen kleine Dingsens. Die Hellebarde benutze ich und brauchen wir jetzt eh in dem Kampf. Echt? Ja. Was wolltest du sagen? Wir brauchen diese kleinen Scherben. Ja, da müssen wir Balder farmen. Balder haben die ganz gern dabei. So. Und mit der guten hellen Barde würde ich sagen, machen wir dann auch die vier Könige kalt. Weil, ist halt so. Ist einfach eine gute Taktik. Ah, vielleicht wäre sogar die schwarze Ritterhellebarde besser. Macht deutlich mehr Damage, aber ist auch deutlich schwerer. Dann bräuchten wir halt unbedingt Havelsring. Also nehmen wir die normale Hellebarde. Ich verstehe nicht, warum du Havelsring kriegen kannst. Das bessere Ring im Spiel. Ja, aber guck mal, wir brauchen ja Ausdauer. Und wir brauchen den Abgrundschreitring. Das ist zu viel, oder? Ja, yep, ein bisschen. Aber den Helm können wir aufziehen, also Kapuze. Ja. Sieht doch schon böse aus, oder? Diese Stolpen. Aber dieses Haarbüschel, nee, ist ja kein Haarbüschel, dieses Stoffbüschel, Mann. Ist das, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, warum das ein Talisman ist, Mann. Wahrscheinlich, nein, ja, weißt du, was mein, nee, meine Theorie ist, dass in der Spitze irgendwie so ein heiliger Edelstein drin ist. Irgendwie sowas. Ich höre, jemand benutzt Kandau. Das kann auch sein. Da ist nichts heilig dran. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein, bis dann. Tschüss.